Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber das hier ist ihr Körper. Er hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Esthers Körper? Ich lag hier draußen in einem Grab, viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Ja, er ist groß. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Ich muss weiter, atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten.